Ja, wir müssen jetzt Material. Kommen Sie mal, kommen Sie, ich höre Sie nicht richtig, Sie sind so Wir leise. müssen Material hier unten ranschaffen. Ja. Ja, Sie Können Sie müssen auch mal auch. erzählen, was passiert ist? Was passiert ist? Ja. Wir haben wieder ein kleines Problem gehabt. Und zwar hatten wir wieder ein Synchronisationsproblem. Das heißt, die beiden Herrschaften hatten wieder Synchronisationsgelbe und rote Lampen. Und wir haben es nicht geschafft, wieder in der Sitzung zu bleiben, beziehungsweise nachträglich hinzugefügt zu werden. Ja. Ja, und jetzt machen wir hier einfach weiter. Lange Genau. Rede, Bauen kurzer Sinn. dem People das Hotel finden. Wer Genau. will? Ja, ich muss ja erstmal die Ware noch Ja, das besorgen, will ne? ich nicht. Soll ich das machen? Können Sie Na komm. auch. Warten Sie, ich guck Ich mal mach das so eben. wie das letzte Mal, dann mach ich das. Oder Finji, willst du? Ich kümmere mich wieder ums Gießen. Ja, genau. Okay. So, ich steige mal in den Kron. Ach so, so meinen Sie das jetzt. So, ich habe jetzt. Ja, so und so, ja. Ich habe jetzt schon gedacht, soll ich das machen, die Ware besorgen? Aber was brauchen wir denn jetzt? Hier Steht er mal da? Betonschalung. Ja, ich bin ja jetzt im anderen Menü. 4 mal 1, Ja. 2, 3, 4. Dann lasse ich das mal zur Baustelle Ja, liefern. das wäre ganz nett. Da sind sie Da schon. sind sie schon und dann muss das rüber. Sollen wir die. Arbeiten. Ich werde hier mal die Fahrzeuge ein bisschen an der Seite stellen. Dann hast du wieder eine Taube da oben sitzen. Ja. Das vielleicht nicht, aber. Einmal schwenken. Willst du Nee, nee, damit? nee, Wo nee, 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 willst du damit? nee. Wo willst du damit? Ja, nach dahin. Ach so. Und wieder rüber. Was macht die Chefin da? Ich glaube, Wir ich muss wegfahren. müssen noch mal die Kupplung kommen lassen. Hört sich ja schlimm an, ey. So. Ah, da steht schon die erste Betonschalung. Sehr schön, Herr Ochsen, sehr schön. Ich glaube, von innen können wir uns das besser angucken. Herr Finch, wurde denn die Straße mittlerweile freigeräumt? Können Sie da mal nachschauen? Ich kann mal einen Blick riskieren. Weil die war ja beim letzten Mal, war die Nein, ja hier ist immer noch alles voll. bis unten hin. Ja. Oh. Nicht gut, gar nicht gut. Ich hoffe, dass wir da keine Probleme kriegen werden. Also das geht ja gar nicht. Gut, das ist aber nicht unser Auftrag, ne? Ja, ich weiß ja nicht. Wir können ja mal gucken, ob wir hier noch bei den Jobs. Was denn Wir für können ja noch Probleme? weitere Jobs annehmen. Sand unter deinen Füßen. Die Uferpromenade. Das wäre zum Beispiel ein Strandbad. Wo Ach denn da du meinten? Schande, nee. Ach du Schande, nee. Da sind wir dann ganz weg von hier, ne? Ich habe verstanden. Ja, man könnte zum Beispiel noch einen zweiten Auftrag so in der Zwischenzeit annehmen. Klar, logisch. Ja. Dann könnten wir zum Beispiel, was weiß ich, hier ein Familienhaus, eine Lagerhalle oder sowas Ja, na sicher. noch Na nebenbei klar. bauen, ne? Warum? Ja, Also, ja, klar. Synchronisation ist ja eh schon so. Ja, echt. Und dann machen wir noch eben schnell einen zweiten Auftrag, oder was? Ja. Ja, können Sie ja dann machen, dann bauen Sie das alleine. Halten Sie davon. Ich finde das eine gute Idee. Herr Hoxton, wir müssen effektiv sein. Wir Da müssen sind in wir doch diesen gerade hier. schwierigen Zeiten unsere Firma immer wieder am Limit halten. Das ist wichtig. Ja. Schreibt sie in die So. Kommentare. So.
Jetzt geht's ans Gießen. Ich hoffe, du kommst komplett bis hinten hin da. Ja, ich fange am besten hinten an. Ja, korrekt. Das hört sich komisch an. So, ich gieße mal. Wie sie gießen. Ja, ich lasse laufen. Entschuldigen Sie, ich wollte das nicht so. Warum machen Sie das denn? Ja, meine Güte, weil ich jetzt die Chefin bin. Mhm. Weil Sie gerade noch im Kraneberger waren. Oi. Also bis ganz hinten komme ich nicht. Hör auf jetzt. Also mach keinen Scheiß. Bis hinten in die Ecke komme ich nicht. Oder? Ja doch, warte mal, doch, müsste ich eigentlich. Normal müsstest du da hinkommen. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hier in die Ecke, wo ich stehe. Da so. Oh, ich will nicht in die Baugrube fallen. Hast du schon was gefüllt? Nein. Ja, komm mal rüber. Vielleicht lässt er das auch so laufen. Komm mal rüber. Ja, doch. Und runter, runter. Ja, doch. Und runter, das passt. So, dann wollen wir mal. Ja, sicher. Guck mal, wie sanft das glitscht und flutscht. Ja, und wie das glitzert, ne? Herr Hoxton glitzert, das ist das Zauberwort, ne? Weißt du, was noch geiler ist? Nein. Läuft das denn schon? Ja. Ich sehe das hier nicht. Er kriegt den Steck. Also unfassbar. Kriegt Ding, ich kann das nicht sehen. Ich kann nicht sehen, dass es läuft. Das kann doch nicht wahr sein. Da steht zwar 5% schon. Ach, was ist das denn für ein Scheiß? Leute, bitte. Das kann doch nicht sein, dass ich das. Ich sehe das von hier aus auch nicht. Ja, aber ich sehe das ja noch nie mal, wenn ich davor stehe. Nein? Doch. Nee. Kannst ja mal dahin laufen. Ja, ich hab's gerade, aber. Ja, lauf mal dahin, dann kannst du das sehen. Ja, kannst du das nicht sehen, meine ich. Ja, Chefin. Ja, Sie müssen doch auch laufen lassen, ne? Es läuft. Läuft, ja. Jetzt haben Sie es ausgemacht. Jetzt läuft's nicht mehr. Bin ich leer. Jetzt läuft es nicht mehr. Moment mal. Also irgendwas stimmt. Leute, ihr seht das auch, ne? Jetzt zeigt mir an, dass die Baumaschine leer ist. Ja. Hä? Lassen Sie mich mal rein. Also mir zeigt er an, dass die Baumaschine leer ist. Ja, aber ich bin auch leer. Warten Sie. Ja, die ist jetzt leer, genau. Aber ich habe die ganze Zeit laufen lassen. Also irgendwas ist hier komplett... Ich mach wieder befüllen und lass wieder laufen. Seht ihr, Leute? Wir sehen hier nichts. So, nichts. Jetzt läuft es wieder. Oh Mann, ey. Was ist das denn, ey? Also bei mir seht ihr alles ganz normal laufen. Ja, bei mir nicht. Vinci, siehst du, dass das da rausläuft? Ja. Ja, ich sehe das nicht. Vielleicht sollte ich einmal raus und wieder rein. Was haltet ihr davon? Nein, nein, nein. Sie bleiben jetzt drin. Jetzt hören Sie auf wegen so einer Kleinigkeit. Kommen Sie her zu mir. Wir gucken jetzt, wie der Herr Finch das füllt. Ja, Sie müssen aber im LKW sitzen bleiben, ne, wollte ich nur sagen. Könnte ich mal aussteigen? Sie müssen da schon sitzen bleiben, dann Chefin. Ja, machen Sie das doch. Ja, es bringt mir doch nicht. Ich kann doch nicht. Ach so, ja. Warte mal, ich versuche mal mit. Nicht rausgehen, sonst haben wir ein Problem. Nee. Dann machen wir die Höhe. Na gut, dann ist das so, wie es ist. Ready. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber ich kann das leider nicht sehen. Oh, schon wieder diese Taube. Oh, Junge, ey. Ja. Schon wieder leer? Meine Güte. Okay, er läuft. Weil ihr seht doch ja, Leute, normalerweise müsste die Trommel andersrum laufen, aber die läuft ganz normal. So ist es nun, ne? Vielleicht sollte ich mal in den Kran springen. Vielleicht sieht man das ja von oben. Nee, auch nicht. Komisch. Echt komisch.
Naja, so kann ich mir wenigstens in die Ecke setzen, ein paar Marillen trinken. Was? Setzen Sie mal hier rein, Herr Hoxton. Guck mal hier im Schatten hier. Sie können das doch auch befüllen. Sie haben doch gerade gesehen, dass ich nochmal, ich kann es nicht. Warum versteht die das nicht? Warum versteht die das nicht? Ja, ich wo du gerade gesagt hast, es ist leer, da war der ja auch leer. Es wurde mir angezeigt, dass es leer ist. Aber das Ding war nicht leer. Doch, verstehen Sie das denn nicht? Nein, das war nicht leer. Bei mir war es auch leer. Ja, aber ja, ist egal. Ich muss das auch wieder befüllen. Was soll ich hier lange diskutieren mit der Frau? Das macht eh keinen Sinn. Weil die versteht es sowieso nicht. Außerdem kann ich jetzt hier von hier aus nicht sehen, weil ich Beifahrer bin. Ja, warum eigentlich? Weil es nicht geht. Sie Beifahrer. Du sagst, es ist jetzt leer, ne? Ja. So, dann passt mal auf. Ja, wie immer in unserer Firmengruppe schicke ich jetzt ein Foto. Finchi sagt, das Ding ist leer. Mhm. Ne? Und ich zeige euch das mal. Und bedreht sich auch nicht? So. Ja. Wenn ihr mal schauen wollt in der Firmengruppe, dann seht ihr das. So, deswegen macht es keinen Sinn, dass ich hier drin sitze. Okay, verstehe. Okay. So. Also man sieht, nur für euch zur Information, man sieht also bei dem Herrn Hoxton ist das Ding voll. Ja, und man sieht hier eben halt, also hinten, ne? Der Beton läuft auch nicht hier in die Pumpe. Hier ist nichts. Der Betonmischer läuft eigentlich in die Richtung, wo transportiert wird. Normal müsste der andersrum laufen. Und beim Finchi in der Betonpumpe sieht man nicht, dass er verfüllt. Das Einzige, was man sieht, sind die Prozentzahlen, die steigen. Aber das war es auch schon. Also, immer irgendwie ist, letzte Zeit ist immer irgendwie was. Nein, wir können auch hier hin. Hier, die sind alle leer. Ihr seht das, ne? Obwohl er schon 61, hier hat er ja alles weggemacht. Die sind alle leer, die Dinger. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann es euch leider nicht erklären. Ne? Ich weiß ja nicht, ob die Jungs und Mädels von Weltenbauer das sehen. Da ist also irgendwas schief. Läuft mal nicht so richtig. Aber dass ich das immer erklären muss, die Chefin, die versteht das immer nicht, ne? Wenn ich sage, das ist so oder so, das ist, ich begreife das nicht. Ich nicht. Naja. Die möchte nicht zuhören. Das ist das Problem. Die möchte mal. Ihr kennt sie. Ne, Chefin? Bitte? Ja. Sagen Sie einfach ja. Ich sage nicht einfach ja, Herr Hoxton. Sagen Sie doch einfach mal ja. Nein. Sonst, kommen nachher so Sachen wie, ja, sagen Sie einfach mal, ja, die Lohnerhöhung ist durch. Nein. So. Ja gut, die ist sowieso schon lange überfällig. Warum machen wir das nicht? Aber der Finch macht das sehr schön. Da drüben auf der anderen Bahn, also Parallelbahn zu Ihnen, da haben Sie noch ein Stückchen vergessen. Aber ich meine, das ist nicht so wichtig. Ja, ja, ist halt nicht schlimm, das macht er schon. Ja, sie hindert ja eh nicht. Ja, eben. Ja, bin ich mal gespannt, ob sie das überhaupt in den Bauabschnitt dann beenden, ne? Oder ob der da bei ihnen für immer so stehen bleibt. Das ist eine gute Frage. Müssen sie eigentlich die runden Dinge auch noch verfüllen, Herr Finch? Ja. Ja, steht doch da, Säulen. Können Sie lesen? Jo, stimmt. Stimmt. Ach so, du hattest noch gar keinen. Alter, ey, bei der kannst du nur Marille saufen, ey. Da hältst du ja im Kopf nie aus. Herr Hoxton, setzen Was? Sie sich im Kran. Nein. Bringt mir auch nichts. Gehen Sie im Bunker. Ich meine, im Kipper. Was soll ich? Hallo, Sie sagen mir nicht, wo ich hin soll. Außerdem ist gleich schon wieder Feierabend hier. Ja, wir machen das Gießen fertig, weil ich habe speziell das Abonnement auf den Beton nur für heute genommen. Das heißt, wir ziehen das durch bis Mitternacht.
Und dann sind wir mal gespannt. Dann kommt der zweite Abschnitt. Da bin ich immer gespannt, ob ich das überhaupt sehe. Ich gehe mal hier in die Baustelle, ja? Ja, manchmal hat man so das Gefühl, Freunde, der Herr Hoxen, der trinkt nicht nur Marille nach Feierabend, ne? Er sieht das nicht. Also ist schon bedenklich. So, Baumaschine ist wieder leer. So. Ja, wie, er sieht das nicht? Was ist das denn für ein dummer Spruch? Er sieht das nicht. Kommen Sie mal her, ich komme mal nach oben, dann zeige ich Ihnen mal. Welcher Spruch noch besser ist? Springe ich gleich mal mit dem nackten Arsch. Er behauptet, er sieht das nicht. Springe ich gleich mal mit dem nackten Arsch im Gesicht. Der Spruch ist davon noch besser. Ja. Oh, wenn das fällt. Katsching. Ja, dann sehe ich jetzt, dass das fertig ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Und die Säulen, sehe ich das? Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall den Baufortschritt, den sehe ich auf jeden Fall. Vielleicht muss der Herr Hoxen einmal in die Pumpe springen. Das kann ja sein. Ich kann ja mal als Beifahrer mich da mal reinsetzen. Aber... Und? Nö, sehe ich nicht. Aber nee, das geht ja dann auch nicht, wenn der Mischer schon nichts macht. Ach, was du nicht sagst, ey. Ja, ja, die Chefin wieder. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen unnütz, ey. Vielleicht gehe ich unten zum ersten Suppenjupp mal. Bitte? Sie können vielleicht schon mal ein Fahrzeug nach Hause bringen. Ich weiß nicht, ob wir... Ja, lagern Sie doch ein. Nee, Sie können ja noch fahren, dann haben Sie was zu tun. Vielleicht synchronisiert sich das Ganze dann auch wieder. Naja, wahrscheinlich. Habt ihr gemerkt, die Chefin will über mein Leben bestimmen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das denn? Ist immer wieder eine Tiefgarage? Wirklich. Ey, ohne Scheiß, ne? Weil wenn du dir das mal anguckst hier, ne? Mhm. Hier. Da kannst du auch mit dem Auto reinfahren. Oder wird das so ein Schaufenster für unter... Das wird wohl eine Tiefgarage werden. Aber doch nicht hier. Unterm Hotel, doch klar. Aber doch nicht hier. Wo wolltest du denn hier sonst die ganzen Gäste unterbringen? Aber doch nicht hier. Das Stück hier, das könnte sein, dass das eine Tiefgarage wird. Aber ansonsten... Ja gut, ist ja ein erlesener Kreis, ne? Genau. Da gehören Sie ja nicht zu, Chef. Haben Sie was gesagt, Herr Hoxton? Ja, ich musste niesen, danke. Oh, wie der Fincher so schön verfüllt, das sieht schon richtig gut aus. Na, wäre schön, wenn ich das auch sehen könnte, aber. Naja, aber so seht ihr mal die Fehler, die so in dem Spiel gibt. Die noch da sind. Oder die nur bei mir so sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ob das mit der Synchro zu tun hat, ich kann es nicht erklären. Es ich ist weiß nur es mal nicht. Ein Problem. Man muss das halt auf drei Klienten gleichzeitig darstellen und die Synchronisation ist natürlich da ein Problem. Die sind so leise. Aber ich rede ganz normal und meine Ausschläge sind auch ganz normal. Ihre Ausschläge? Ja. Oh je. Gehen Sie mal zum Hautarzt, ey. Meine Ausschläge, sagt sie. Und bei Herrn Finch und mir läuft das ja einwandfrei. So, die letzte Säule. Jawohl. Ja. Wow, ich hab so einen Rad. Letzte Neune. Gleich macht's wieder Katsching. Na, Herr Finch, nicht alles daneben. So ist fein. 100% Katsching. So, wir müssen ein Fertig-Elefant... Fertig-Elefant, was? Ein Fertig-Element Beton müssen wir liefern. So, aber das machen wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge, oder? So sieht das aus. Also, Leute, macht's gut. Tschüss.